willkommen zu unserem nächsten Vortrag über Liebe, Cyborgs, Kunst und Open Source, ein künstlerischer Zugang dafür, im grünen Bereich zu bleiben. Hello everybody, I'm super Hallo alle Mann. Ich bin sehr glücklich, dass ihr alle gekommen seid, meinen Vortrag zu gucken. Ich glaube, es ist ein sehr besonderes Thema. Ich bin keine Programmiererin, ich rede nicht über technische Themen, ich rede über Kunst und über einen speziellen Zugang, die Welt zu sehen. Und vielleicht auch diesen Weg als einen Weg, als eine Art von Waffe oder als eine Art von Sprache zu zelebrieren. Zuerst möchte ich mich selbst vorstellen. Mein Name ist Leo. Ich arbeite als Künstlerin unter dem Namen Lou J.P. Muskuk. Ich bin eine Kunststudentin an der Kunstakademie in München, also in der Akademie der Feinen Künste in München, in der Klasse für digitale und zeitbasierte Medien. Ich komme aus dem politisch linken Spektrum, was mich auch in Richtung von Körpermodifikation gebracht hat. Ich habe einen IC in meiner Hand und ich bin sehr daran in dieses ganze Feld interessiert, weil da einiges, ein Zusammenkommen zwischen Menschen und Maschinen sehr bald kommen wird. Und ich glaube, dass ihr sehr offen für dieses Thema seid. Und ja, lasst uns direkt in das Thema springen. Ich habe eine grobe Übersicht, Einführung. Ich sage euch ein bisschen über meine Kunst, meine Arbeit, meine Absichten. Dann versuche ich, über die Definition von Kunst zu reden, was nicht sehr einfach ist. Ich möchte ein paar Künstler vorstellen. Der Vortrag hinter mir ist von jemandem, von dem ich auch ein großer Fan bin. Ich möchte über meine persönlichen Autismus-Theorien reden. Okay. Kann ich das ausziehen? Hallo? Oh, viel besser. Ja, das klingt besser. War ich zu laut? Alright. So, yeah, I would like to tell you more about my. Ich möchte euch mehr über meine persönliche Autismus-Theorien erzählen, so wie ich es nenne. Ich möchte euch ein paar Lösungen für die Probleme, die ich als Künstlerin zu bestimmten sozialen Problemen sehe. Und dann möchte ich ein bisschen Diskussion haben mit euch, wenn ihr dazu seid. Ich möchte euch bitten, jederzeit mich zu unterbrechen. Ihr könnt einfach die Hand heben, wenn ihr mir etwas sagen wollt. Ihr könnt irgendwelche Fakten hinzufügen, weil ich nicht sehr faktenorientiert bin. Ich bin mehr gedankenvoll in Bewusstsein oder ins Spirituelle, in einem Cyborg-Weg. Ihr könnt mich jederzeit unterbrechen und ich möchte auch darauf hinaus auch hinweisen, dass der Film, den ich euch zeigen möchte, nichts für Kinder ist. Also wenn hier irgendwelche Kinder sind oder irgendwelche Leute, die etwas empfindlich sind, dann geht lieber aus diesem Raum, wenn ihr diesen Film nicht sehen wollt. Ich glaube, ich fange mit dem Film an. Das ist eine spontane Sache. Ja, wisst, was ich meine? Entscheidung. So, wir haben jetzt ein wenig Musik und ihr seht, was ich mache. Okay.
Okay, ich höre hier auf. Ich glaube, ihr habt gesehen, was ich euch für meine Einführung benutzen wollte. Ich bin bereits 34 Jahre alt. Ich bin eine Tischlerin. Ich war eine Rettungsassistentin und Tätowiererin. Und ich habe realisiert, dass viele Leute mich für diese Arbeiten Besonderes verurteilen. Ich benutze es als mein Beispiel, weil ich meine Art von Kunst in diesem Stück am besten erklären kann. Was ich mochte, ist einen Zeitsprung durchzuführen in eine künstlerische Ideologie. Ich wollte es. Stück in Formaldehyd getan und ein paar Wochen später in einer Kunstgalerie benutzt. Ich wurde für dieses Stück verurteilt. Ich habe keine psychologischen Probleme damit. Es war wirklich hart für mich, weil als Künstler hat man einen Druck darauf, dass man präsent sein muss. Ihr kennt vielleicht Marina Abramović. Sie hat solche Dinge bereits in den 60ern angefangen und ich denke, sie war in einer ähnlichen Rolle wie ich oder auf einem ähnlichen Weg wie ich. Wenn ihr seht, dass ein Teil meines Körpers physisch in einer Galerie ausgestellt wird, dann heißt es, dass der Künstler präsent ist, sogar wenn er nicht vor Ort ist. So, das Stück von mir, das will nicht nur in dem Moment präsent sein, wo ich ausstelle, sondern auch in der Zukunft. Das heißt, ich vollführe einen Zeitsprung mit meiner DNA. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht wirklich richtig. Es ist ein Stückchen Haut. Die DNA darin wird in dem Formaldehyd vermutlich nicht sehr lange halten. Aber es zeigt, dass ein Teil von mir, ein kleines Stückchen von mir, existiert bereits in der Zukunft. Vielleicht in einer Kunstsammlung. Ich weiß es nicht, vielleicht landet es auch im Müll. Ich weiß das nicht. Aber die Mitteilung, die Botschaft, die wirklich ist, also ein Pixel, ein 3x3 cm großes Stück von einem Körper, repräsentiert alles von dir. Denn wenn ihr über Zellerinnerung gehört habt, euer Körper ist definiert durch die gesamte Masse eurer Zelle. So, wir sind im Wesentlichen Wasser und wir definieren uns selbst durch unseren Geist. Manche Leute tun das auch durch ihren Körper. Aber für mich ist es wie eine nie endende Kette. Meine Haut erneuert sich jede Nacht, jeden Tag.
Jeden Tag verliere ich einen Teil von mir. Jeder Atem, den ich tue, ist ein Austausch. Dieser Prozess ist sehr wichtig für mich. Deshalb habe ich auch all diese schnellen Bilder gezeigt, weil wir in einer Welt leben, die Prozesse anpasst. Es gibt keine Produkte mehr, die für mich wichtig sind. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das Cyborg-Manifesto von Donna Haraway gelesen hat. Ich würde es euch wirklich ans Herz legen. Es ist sehr feministisch, das, was es die Leute sagen. Ich habe meine eigenen Meinungen darüber, aber ich möchte das jetzt nicht hier reden. Ich möchte euch bloß empfehlen, es zu lesen. Jägersammler und Kritiker. Das, was da der Buch Jägersammler Kritiker von Brecht, ist eine Art Popphilosophie-Typ. Ich mag ihn, er hat ein paar interessante Meinungen, aber wie immer, lest es, bildet euch eure eigene Meinung, guckt es euch an. Das hier ist ein cooler Effekt von Apple, mag ich. Das ist ein anderes Werk, das ich geschaffen habe. Das ist die Überwältigung in der heutigen Welt, das ist das Thema. Ich habe also diese Kugel irgendwie gebaut aus Monitoren, 25 Monitore, 26 Raspberry Pi Nulls und ist mit Shibari-Fesselseilen befestigt, weil wir in Zeiten leben, wo wir KI hinterfragen müssen und Menschheit und Cloud hochladen in die Cloud. Und ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, was passiert mit Autorität? Wenn ich mein Bein verliere und mein Bein wird wiederhergestellt, bin ich immer noch 75% ungefähr ich selbst, wenn ich ein Haufen Zellen bin. Aber der Rest ist Metall oder ein hochwertige prosthetische Gerät. Wie viel von mir ist dann noch ich? Weil ich im Zellgedächtnis lebe, ist die Frage, welches Bein gewinnt dann, wenn das rechte ist nicht echt und das linke ist echt und mein Gehirn steuert beide. Was ist, wenn das rechte Bein dann beschließt, woanders hinzugehen, weil das Metall ist und nicht ich? Oder mein Körper passt sich an. Dieser Chip zum Beispiel, der tut sich mit meinem Körper irgendwie zusammen. Das ist ein bisschen, wenn du da eine Narbe hast, dann ist die empfindlich und wenn es bald anfängt zu regnen, dann juckt die ein bisschen, das ist witzig. Das Ähnliche ist mit mir passiert mit dem Gewebe um meinen Mikrochip, wenn ich in der Nähe von Magneten bin. Ich rede mit vielen Leuten und sie erzählen mir, dass sie nicht glauben, dass es sein könnte, nur weil da Metall mit drin ist. Sie sagen, dass es das deshalb sein könnte, das wäre logisch. Und wenn ich davon mehr hätte in der weiten Zukunft, würde ich vielleicht gar nicht wissen, was passiert mit Autoritätsfragen, wie viel von mir wird noch Kontrolle über den Rest haben. Und wenn ich die Hälfte meines Gehirns verliere und mit einem Computer wiederhergestellt wird, was wird dann anders sein? Ja. Das Werk hier drüben diskutiert genau das mit ein bisschen Symbolismus. Könnt ihr diese Seile sehen? Werden in Bondage benutzt. Kennt ihr vielleicht aus BDSM und Fetischzeug? Und ich wollte euch zeigen, dass diese Videos rund um diese Kugel, Halbmaschine, Kriegsmaschinen im Gebäude, die da gemacht werden von Herstellern, muss ich nicht erwähnen. Es gibt viel holographischen Kram. Technologie ist so 70% und der Rest davon ist Natur. Ein paar Bienen.
Videos. Es ist ein bisschen schwer, Kunst zu beschreiben. Ihr solltet da vielleicht reintreten, um euch das anzugucken. Aber ich glaube, die Überwältigung der tatsächlichen Welt wird ein großes Problem sein. Und ihr könnt das sehen und die Effekte auf die Kinder. Ich habe einen Sohn. Und als er 5 war, habe ich ihm ein paar Fotos gezeigt, also physische. Und was er versucht hat, ist, sie mit dem Finger zu swipen. Und die Bilder sind halt weggeflogen, weil es halt kein Tablet ist. Ich habe versucht, zu verstehen, dass haptische Gefühle sich verändern. Wir sind jetzt auch nicht mehr in der Kälte und das, da werden wir uns anpassen, evolutionär und sozial. Und ich will so einen Sinn davon geben, was in der Zukunft passiert. Und was ich mache, ist einfach Ausstellungen machen und durch Kunst zu reden. Ja. Also, was ist Kunst? Vor allem Konzeptkunst. Ich glaube nicht, dass ihr nicht weißt, was das ist, aber ich zeige euch mal diese Definition aus dem Internet, die sagt, eine Kunstform, in welcher der Künstler, die Künstlerin ein Konzept und nicht unbedingt ein Kunstobjekt schaffen möchte. Entschuldigung, ist sehr heiß. Also, ich glaube, das ist eine sehr einfache Definition. Es wird einfach gemacht, das ist nicht so einfach. Weil wenn du dieses ganze Camp siehst als Skulptur, wie ich das sehe, eine Sozialskulptur, dann aber Skulpturen wie diese kannst du nicht über deine Couch hängen und kannst auch nicht für Millionen verkaufen, aber sie existieren und sie sind sehr kostbare Kunst. So sehe ich das. Das ist relativ, alles ist relativ natürlich. Ich möchte auch ein bisschen Scheiß verkaufen, dass jemand sich über die Couch tun kann, wofür man dann Millionen kriegt, um mehr künstlerischen Kram zu kaufen und die Welt zu verändern. Das will ich als Künstlerin, aber ich glaube, diese Definition ist so breit und so weit, dass da viel Raum drin ist für anderes. Ich weiß nicht, ob ihr Stellark kennt. Er ist ein sehr cooler Künstler. Ich spreche ab und zu mit ihm. Er hat viel gemacht, etwas in seinem Arm. Er kriegt Haken in sich rein, Körperaufhängung. Er ist ganz cool und hat diese ganze Szene gestartet. Und er hat eine Körperaufhängung in der Kunstausstellung München gehabt vor einiger Zeit. Voice ist sehr wichtig für mich. Nicht nur, weil er total cool und verrückt ist und ich ihn bewundere, sondern auch, weil er diesen ganzen Sozialskulpturkram angefangen hat. Sozialskulpturen sind natürlich schwer zu verkaufen. Also es sind mehr Leute, die belächeln dich. Aber ich sage, das ist das Essentielle der Kunst. Wahrscheinlich kennt ihr auch Moon Rebus und Neil Harbison. Die sind cool. Die haben die Cyborg Foundation gegründet. Die haben diesen Talk danach, da freue ich mich sehr drauf. Und den solltet ihr euch auch angucken, wenn ihr hier seid. Neil ist der Typ mit der Antenne im Kopf, der irgendwie Farben hören kann, wenn ich das richtig verstanden habe. I think it's really, really good. Ich finde es sehr gut, dass diese Typen anfangen, Aufmerksamkeit zu erregen für die Personifikation von Cyborgs. Ich meine, wenn du einen Körperteil hast, das nicht du bist, aber es ist in dir oder in dich implementiert, das heißt immer noch, dass das Teil von dir ist. Also solltest du auch Rechte bekommen. Aber das ist eine sehr lange Diskussion. Ich werde das also auf meine Kraft reduzieren. Hier sind ein paar coole Bilder von diesen Typen. Das sind gar nicht alles Typen. Unten rechts Stella mit einem sehr coolen Gerät, das er hat.
I promise you find a lot. Solltet ihr mal nachgucken, da findet ihr wahrscheinlich sehr viel. Well, now here's und my autism theory. Hier ist meine Autismus-Theorie. As an artist, I als Künstlerin spiele ich gerne in meinem Kopf. Konzeptkunst ist wie, how do I say that? Wie sage ich das? It's like a big playground ist wie ein großer Spielplatz, auf dem ich total verrückt werden kann. Ich kann meine Personalität ändern, wie David Bowie das gemacht hat. Ich kann rumspielen, ich kann mir Sachen vorstellen, kann über Schrödingers Katze reden, so solche Sachen. Und in meiner Wahrnehmung ist Autismus, vor allem Aspergers, Simon, what's his name? Und Simon, was auch immer sein Name ist, Cohen, Ding, being autistic, to me über das Autismus, autistisch sein, sense of evolution. Zeigt für mich einen starken Sinn von Evolution. Ich habe viel nachgeforscht und es ist schwer, das in Worte zu tun, aber da sind viele Parallelen zwischen autistischen Menschen und Evolution. Und es ist eine sehr langsame Evolution, die in die Richtung zeigt, die schwerer für das Gehirn zu, dass es schwerer ist für das Gehirn, das andere zu Sachen zu verarbeiten und einfacher andere zu verarbeiten. Und Zeit, Raumzeit anders zu betrachten, das wird eh passieren. Wir benutzen Computer sehr viel, unsere Kinder importieren das haptische Zeug, aber nicht nur das. Ich glaube auch, dass diese ganzen Kinder von Ingenieuren und IT-Managern, die autistisch sind oder auf dem Spektrum, wie man sagt, die sind halt die Zukunft, weil sie sich entwickeln in eine Welt, wo es einfach ist, sich auf sich selber zu fokussieren und soziale Fähigkeiten hinzuzufügen. Also ich denke, die wichtigste Sache ist, über Lösungen zu reden. Der wichtigste Punkt ist, dass man interdisziplinär sein muss. Ich sehe, dass viele Leute sich so absondern. Die Physiker hängen mit den Physikern zusammen, die Künstler mit den Künstlern, die Hacker mit dem ganzen Hackerkram. Aber es ist viel wichtiger, eine Verbindung zu erzeugen. Ihr könnt es hier sehen, wie gut es funktioniert. Und ich denke, wir sollten das weiter verbreiten in der Welt im Ganzen. Für mich ist es sehr wichtig, die sozialen Fähigkeiten zu schärfen. Das ist einfach zu sehen, aber es ist nicht sehr einfach für mich. Wir bewegen uns von Leuten weg, wir respektieren uns nicht mehr so, wie das kann ich häufig im Internet sehen. Wir versuchen uns selbst zu anonymisieren und ich glaube nicht, dass es eine gute Sache ist. Was schlimmer ist, ist natürlich, Daten von Leuten zu stehlen, weil die Kultur ändert sich gerade, dass wir das nicht sollten. Kommunikation ist essentiell. Wenn man nicht kommunizieren kann, egal ob deine Sprache Kunst ist oder Design oder Python, man ist nicht, kann nichts machen, wenn man nicht kommunizieren kann. Also ihr solltet zu anderen Leuten, auf andere Leute zuhören. Und wir sind zurück zu den Kommunikationsfähigkeiten. Und Kunst kann eine Waffe sein oder eine Sprache oder ein Schalter. Beuys hat recht, wenn er sagt, jeder ist ein Künstler. Sogar wenn du auf die Toilette gehst, kannst du alles, was du tust, als Kunst sehen, weil jede Veränderung mit dir anfängt. Natürlich kannst du jederzeit dich beschweren und sagen, die Gesellschaft ist scheiße und die Politiker sind dumm und sowas, aber Veränderung beginnt immer mit dir. Wenn du dieses Bewusstsein hast, Karma, Positivitätsdiskussion hochkommt, glaub dran, ich denke, es ist wahr. Da war diese Geschichte, die von mir vor ein paar Tagen passiert ist. Ich habe dem netten Kerl ein Bier ausgegeben, weil er sein Geld im Zelt vergessen hatte. Und er kam am nächsten Tag, er gab mir das Geld für das Bier und gab mir einen besonderen Fünfer. Und er sagte, hey, danke,
hier sind deine Zinsen, du gibst diese 5er extra und dann habe ich es mit dem Nächsten geteilt. Das ist eine Karma-Kette, die niemals endet. Ich glaube, viele Leute verstehen das immer noch nicht und ich glaube, das ist nicht so unwichtig, wie viele denken, also die Gesellschaft im Ganzen. Und auch ein wichtiger Punkt, den ich beobachtet habe, in jeder gesellschaftlichen Bereich, Wissen muss geteilt werden. Neid kehrt immer zu einem zurück. Sogar im Linken, wo Leute eigentlich eher teilen, sind Leute neidisch aufeinander. Aber es ist idiotisch, das zu tun. Wenn du über irgendetwas neidisch bist, was irgendjemand anders erreicht hat, das gibt dir ein schlechtes Gefühl, das macht deine eigenen Sachen kaputt. Nein, viele Leute verstehen das immer noch nicht und das ist wichtig. Ja. Hier ist Sophia. Sie ist mein Anfangspunkt für diese Diskussion, weil ich glaube, sie ist, ich weiß nicht, wie Trump in einem analogen Weg. Ja, möchte irgendjemand irgendetwas sagen? If you have something to contribute, we have two microphone angels. Ja, wie immer, wenn ihr etwas beitragen wollt, wir haben zwei Mikrofonengel. So please line up behind the angels or make yourself visible to them. Then wenn ihr eine Frage habt, geht zu den Mikrofonengeln oder fragt sie. There we go. Okay, hier die erste Frage. Hey, I liked your talk and I mochte deinen Vortrag und ich stimme deinen Ideen zu. Und wir haben darüber geredet, wie Medien und Kommunikation und Cyborgs alle einander gegenseitig beeinflussen. Gibt es irgendetwas Spezielles, was du gerade im Bereich Körpermodifikation ist? Was ist da irgendeine besondere Kraft im Körper? Ja, ich sehe das sehr futuristisch. Natürlich haben wir tragbare Geräte und Smartphones, aber für mich ist ein Smartphone schon eine Verlängerung des Körpers. Es ist eine Gehirnprothese. Meine iCloud ist all der Zeug, was ich nicht in meinem Gehirn speichern kann oder was für immer für eine Cloud. Ich möchte jetzt nicht speziell Apple herausheben. Ich habe diesen ganzen Speicher, aber es repräsentiert mein Gedächtnis in einem technischen Weg. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, den Körper zu benutzen, um so ein Nanozeug zu bauen, das mehr in einem sein kann, weil es dumm ist. Wir zerstören den Planet, indem wir Energie aus unserem eigenen Körper, unseren eigenen Zellen generieren, können wir das vielleicht beenden, auch wenn es vielleicht zu spät ist. Aber vielleicht, wenn wir Wege finden, um mit Maschinen zu kommunizieren, um Strom zu sparen, Solarzellen zu generieren, produktiv zu verbessern, in einer Art, die Dinge nicht zerstört. All right, any other questions or weitere Fragen? Otherwise, maybe if someone could just volunteer to have a look at the stream, like at the ISC and Twitter, to see if anyone else has a question that's not in the room. Oder einmal ins ISC gucken für eine Frage aus dem Internet. Wir haben keinen echten Signal Angel. Aber vielleicht kann das ja jemand kurz übernehmen. Otherwise, do you have anything else you want? Ansonsten hast du noch was? No. Nee. Das war, was ich sagen wollte. Ich bin nicht so gut beim Reden. Ich bin mehr so eine Verbindungsperson. Ich mache gleich mal die gelbe LED auf meinem Cardio an. Und wenn du willst, dann rede mit mir Gesicht zu Gesicht. Das finde ich auch spannender, weil ich möchte eure Meinung sammeln und in meine Kunst tun, was nicht so ganz narzisstisch ist. Und dann geht es mir darum, eine soziale Skulptur zu sammeln von Leuten wie euch. Wir sind viele Leute, die sich auskennen. Und mich interessieren eure Meinung über dieses ganze Zukunftszeug, über das ich geredet habe. Danke. Sonst noch wer? Dann bitte.